Hallo und herzlich willkommen zu meiner Videoserie C Programmieren mit der Virtual-C IDE. Im ersten Teil stelle ich euch die IDE vor. Falls ihr sie noch nicht auf euren Rechner installiert habt, könnt ihr sie auf der Homepage der IDE kostenfrei für Mac, für Windows oder für Linux herunterladen. Alternativ auch auf heiße Download. Die Links findet ihr natürlich auch unten in der Beschreibung. Wenn ihr dabei bleibt und auch aktiv mitwirkt, dann werdet ihr am Ende der Serie solide C-Kenntnisse aufweisen können. Die Programmiersprache C gibt es in vielen Varianten und wir betrachten den ISO-Standard in der Version 2018, kurz ISO C18. Er stellt die Basis der modernen C-Programmierung dar und kann natürlich universell angewandt werden. Ja, und nun starten wir auch direkt in der IDE. In erster Linie stellt die Virtual-C IDE einen Editor bereit, in dem C-Programme eingegeben werden können. Beim Starten wird automatisch ein kurzes Programmskelett geladen, das ich ganz einfach erweitern kann, weil es sich prinzipiell schon um ein vollständiges Programm handelt. Ich schreibe hier unterhalb von Main die Funktion puts hin. Hallo Welt. Ich übergebe also eine Zeichenkette an die Funktion puts. Und wenn wir hier oben in der Mitte den Run-Button drücken, dann wird unser Programm übersetzt im Hintergrund und sofort ausgeführt. Wir sehen unten auf der rechten Seite die Ausgabe des Programms. Wir sehen auf der linken Seite die Ausgaben des Compilers bzw. der virtuellen Maschine. Hier finden Sie auch die Fehlermeldung, wenn Sie beim Eingeben Fehler machen. Im Gegensatz zu einer professionellen Entwicklungsumgebung müssen Sie keine komplizierte Projekteinstellungen vornehmen. Sie können einfach eine C-Datei öffnen. Wenn sie korrekt ist, kann sie sofort mit Play, mit dem Run-Button ausgeführt werden. Außerdem werden die Programme nicht auf Ihrem Rechner, sondern in einer virtuellen Maschine innerhalb der IDE ausgeführt. Das hat den Vorteil, dass die Virtual-C IDE während der Ausführung auf Informationen des Prozesses zugreifen kann und diesen darstellen kann. Wir sehen hier zum Beispiel im Memory-Fenster die Übersicht des Speichers, der vom Prozess genutzt wird. Wir sehen hier die verschiedenen Speicherbereiche dargestellt oder auch Segmente genannt. Im konstanten Segment sehen wir zum Beispiel unsere Zeichenkette Hallo Welt. Ich kann das nochmal kurz etwas größer machen. Im Datensegment finden Sie im Moment schon jede Menge Daten. Das liegt daran, hier werden die Daten zu einer Ausgabe abgelegt. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Auf dem Stack sehen Sie im Moment hier rot dargestellt, dass Speicher ungültig ist. Die Farbe rot weist immer darauf hin, wenn Speicherbereiche ungültig sind. Das liegt daran, dass der Prozess, den wir geschrieben haben, schon beendet ist. Also unser Programm ist durchgelaufen. Wenn ich den Prozess nochmal im Einzelschrittmodus starte, also schrittweise durchgehe, dann sehen wir, dass, wenn wir innerhalb der Main-Funktion sind, auf dem Stack für Main-Daten bereitgestellt werden, nämlich es ist dort Speicher reserviert für den Rückgabewert, also unsere Return-Anweisung gibt einen Wert zurück. Und wenn wir über die Return-Anweisung hinüberspringen, verlassen wir das Programm und Sie sehen, dass im Speicher auch der Wert 0 dort abgelegt ist. Die Gesamtübersicht zeigt nochmal die einzelnen Speicherbereiche des Prozesses vom Programmtext über die konstanten Daten, den Stack und im oberen Bereich, jetzt gerade noch nicht angesprochen, den Heap-Speicher, die Halde. Auf dem Heap kann dynamisch Speicher angefordert werden. Das macht unser kleiner Prozess im Moment noch nicht, deswegen ist hier auch noch nichts zu sehen. Es sei aber erwähnt, dass Sie sinnvollerweise das Programm speichern. Das heißt, Sie sollten nicht einfach nur ein Programm editieren und starten, Sie sollten es speichern unter einem sinnvollen Namen. Also zum Beispiel Beispiel.c. Ich habe mein Programm Beispiel.c genannt. Die Programmerstellung, auch Bild genannt, erfolgt in der Regel in C in zwei Schritten. Im ersten Schritt wird die Datei mit Hilfe des Compilers übersetzt. Also hier zum Beispiel Beispiel.c wird mit dem C-Compiler übersetzt. Das Ergebnis ist eine Binärdarstellung, eine sogenannte Objektdatei. Wir haben jetzt gesehen, dass die puts-Funktion zum Beispiel innerhalb von Beispiel.c gar nicht ausgeschrieben war. Das heißt, wir verwenden sie nur, sie ist aber dort nicht angegeben, wie sie funktioniert. Dafür kommt der zweite Schritt hinzu. Wir binden die Laufzeitbibliothek, da ist eben die puts-Funktion enthalten, dazu und bekommen dann ein ausführbares Programmbild, ein Programmimage auch genannt. Wir können alternativ natürlich direkt über F5
über den Run-Button das Programm starten. Es ist selten, dass wir die einzelnen Schritte separat vornehmen, dass wir einzeln übersetzen und linken. Meistens genügt es, auf den Bildknopf zu drücken oder F7 zu drücken, beziehungsweise direkt über F5 das Programm zu starten. Beim Übersetzen muss ich auf Fehlermeldungen achten. Dabei konzentrieren wir uns auf die erste Fehlermeldung, weil nachfolgende Fehlermeldungen häufig Ursache der ersten Fehlermeldung sind. Wenn ich zum Beispiel hier den Strichpunkt vergesse und das Ganze übersetze, dann sehe ich, dass der Fehler nicht in der Zeile, wo der Strichpunkt fehlt, sondern in der nachfolgenden Zeile dargestellt wird. Das liegt daran, dass ich in C alles in eine Zeile schreiben könnte oder auch fast überall einen Zeilenumbruch einfügen kann. Das heißt, nachdem der Strichpunkt hier hinten nicht gefunden wurde, wird er einfach in der nächsten Zeile gesucht. Ich schaue also bei den Fehlermeldungen nicht unbedingt nur auf die Zeile, wo der Fehler dargestellt ist, sondern ich schaue möglicherweise auf die Zeilen davor. Sollte ich mich verschreiben, zum Beispiel statt Putz ein Putz und übersetze das Ganze, in dem Fall wird der Fehler direkt in der Zeile gefunden, weil ich keine Funktion verwenden darf, die nicht existiert. Putz ist nicht definiert, das heißt, ich kriege hier direkt die Fehlermeldung. Wie ich ein Programm debugge, das heißt analysiere oder in einem Programm Fehler suche, das zeige ich am besten an einem der Beispielprojekte. Sie finden unter Help Examples eine Reihe von Beispielprojekten. Wir nehmen gleich das erste, das ist ein einfaches Hangman-Spiel. Und ich werde jetzt das Programm im Zeitlupen-Modus anschauen, das heißt unter Debug auf Slow Motion gehen und dann das Programm starten. Wir können dann nämlich sehr schön sehen, wie schrittweise das Programm durchlaufen wird. Wir beobachten auf dem Stack das Lösungswort und das Suchwort, also es ist ein einfaches Hangman-Spiel. Ich muss hier ein Suchwort eingeben, ich gebe mal virtuell CIDE ein. Und jetzt sehen wir, wird im nächsten Schritt der Bildschirm gelöscht. Das passiert über unsere Put-S-Funktion, die wir ja bereits kennen. Es werden einfach Leerzeilen ausgegeben. Der zweite Spieler ist jetzt aufgefordert, einzelne Buchstaben zu suchen, also einzelne Buchstaben einzugeben, um das Wort zu erraten. Wir sehen jetzt hier oben, wird die Lösung vorbereitet. Das heißt, jeder Buchstabe in dem Wort wird jetzt durch einen Strich ersetzt und dargestellt. Wenn ich mit dem Buchstaben A anfange, dann sehen wir, wird der Buchstabe A gesucht und an der Stelle, wo der Buchstabe A gefunden wird, wird er hier oben, wir sehen es gleich, im Lösungswort eingetragen. Ja, ich kann jederzeit außer während der Eingabe das Programm unterbrechen, das heißt, ich gebe noch einen Buchstaben ein. Wenn ich hier auf Pause gehe, wird das Programm unterbrochen und ich kann nun schrittweise die nächsten Anweisungen durchführen. Ich kann den Inhalt der Variablen entweder hier im Speicherfenster sehen, also direkt im Stackfenster sehe ich, kann hier auch umschalten auf eine elegantere Dezimaldarstellung. Wir sehen hier, worauf unsere beiden Zeichenketten gerade verweisen. Auf das B wird jetzt hier nicht gefunden, das heißt, wir gehen jetzt hier diese beiden Zeichenketten durch. Ich kann das also schrittweise machen. Ich kann aus der Funktion mit F8 herausspringen, dann lande ich wieder da in meinem Hauptprogramm, wo die Funktion aufgerufen wurde. Ich kann mit Step Over, das ist F10, zeilenweise das Programm ausführen. Das heißt, jetzt muss ich wieder einen Buchstaben eingeben. Ich nehme mal das C. Wenn ich mit F10 darüber springe, also Step Over, dann wird die einzelne Zeile ausgeführt. Ja, ich kann alternativ mit Step Into in eine Funktion reinspringen. Das heißt, Step Into bedeutet die kleinstmögliche Ausführung. Wir sind jetzt hier, wir führen jede Anweisung so aus, dass wir in eine Funktion möglicherweise reinspringen. Ich kann hier unten im Message-Fenster mir die Variablen auch betrachten. Ich kann hier ein Dest, also diese Variable Dest zum Beispiel, mein Lösungswort oder SRC, mein Suchwort eingeben und bekomme quasi auch die Information dargestellt. Mit F11, Step Into, kann ich die kleinsten Schritte machen. Ich kann mit F8, Step Out, im Prinzip die größten Schritte machen und dazwischen liegt etwas Step Over F10,
wo ich eben zeilenweise rüberlaufen kann. Ja, wenn mir die Zeitlupe zu langsam ist, dann kann ich auch hier unter Debug die Zeitlupe wieder deaktivieren und das Programm wieder in der Normalgeschwindigkeit ausführen. Ja, ihr könnt jetzt noch weiter raten oder euch weitere Beispiele unter Help Examples anschauen. Wie das Hangman Beispiel genau funktioniert, das lernen wir, wenn wir uns mit Strings in C beschäftigen. Viel Spaß mit C und der Virtuell C IDE und bis zum nächsten Mal.